Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11 und wir haben die Abenddämmerung erreicht, nachdem wir uns ein klein wenig ausgeruht haben und jetzt wollen wir uns doch mal mit dem Prinzen treffen. Prinz, wo bist du? Ich glaube hier ist, ist der Dude, der uns reinlässt. Oh, es tut mir leid, das Zelt ist tagsüber nicht geöffnet. Komm heute Abend wieder, wenn ihr euch die Zirkungsvorstellung ansehen wollt. Boah, ernsthaft? Den ganzen weiten Weg hierher gekommen, nur dafür? Oh, hier drüben ist noch eine Mission. Gucken wir doch mal. Mein Kaktuskotelett fehlt noch das gewisse Etwas, das ihren Geschmack in neue kulinarische Höhen emporhebt. Ich möchte in meiner nächsten Versuchsreihe mit Goldkügelchen experimentieren. Die Goldkugeln, von denen ihr Kakteen gewinnen könnt, sind allerdings seltsame und seltene Kreaturen. In der Wüste in der Umgebung von Gemüt scheinen sie aber manchmal an der Seite ihrer Kämpfe. Ach so, das ist der Typ. Das ist der Typ, von dem wir die Mission schon angenommen haben. Na gut, aber wir haben ja noch ein bisschen Kohle bekommen. Dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas Cooles jetzt kaufen können. Aha, sie könnte eine Silberplatte kaufen. Moment, eine Silberplatte haben wir doch schon. Aber, ja klar. Nee, sie könnte... Moment. Nee, habe ich die Silberplatte etwa verkauft? Ach, so ein Mist. Na gut, Bronzeschild bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Turban würde uns was bringen. Häschenohren bringen uns auch was. Die Lederkleider tragen sie schon. Bronzeharnisch wäre noch was Cooles. Oh, Tänzerin-Kostüm. Ah, das ist aber schweineteuer. Wait. Ja, komm, dann kriegst du noch die Silberplatte. So. Damit hat sie dann zumindest mal was Cooles ausgerüstet. Nee, ihr seid mir zu teuer, von euch will ich nichts. Aber danke. Oh, hier. Ah, es ist Nacht geworden. Herrlich. Trotzdem will ich ganz gerne nochmal hier in dieses Haus rein. Ich habe irgendwie... Ich rieche Loot. Hm, schade, von innen verriegelt. Der schläft wohl. Na gut, dann gehen wir hier rein. Wen haben wir denn da? Ihr seid gekommen, ausgezeichnet. Der Zirkuslärm wird es uns ermöglichen, uns zu unterhalten, ohne belauscht zu werden. Sollen wir hineingehen? Ja, bitte. Gut, die Zirkusvorstellung hat bereits begonnen. Wir sollten unverzüglich hineingehen. Na dann, ab geht's. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time for the act you've all been waiting for. The wandering wonder who amazes audiences wherever he goes. Lasst mich raten, klaut in einem Mädchenkostüm? Prepare yourselves for an experience like no other. Prepare yourselves for... The Great Sylvando! Ladies and gentlemen, please,
There is no need to be afraid. The great Silvando will never endanger his adoring audience. After all, darlings, you are the ones who make this show so special. I love you all. Thank you. Thank you. Sag mal, war das C16 da im Hintergrund? C16 war das Mädel, oder? C18? C16 ist der Typ in der... Okay, dann saß du doch eindeutig C18 im Publikum. Quickly, we must talk while the people are distracted. And please, not a word of this to anyone. Now, as you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Gallopolis. And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. One teeny tiny, terrible problem. I cannot ride. In fact, I have barely so much as sat in a saddle. What? I have so far been able to hide this unfortunate fact, but if I were to take part in the race, the inconvenient truth would surely be uncovered. And yet I have no choice. For a prince of Gallopolis not to take part in the Sun National on the year of his coming of age is unthinkable! Unthinkable! So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Ta-da! Your double? How's that gonna work? Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? The fates have provided that also. For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view. Das gefällt mir irgendwie alles überhaupt nicht. Oh, please, please. I beg of you. You must help me. You must enter the Sun National in my place. Ich finde das so herrlich. Und ich meine, hier dreht sich ja alles in dieser Stadt um Pferde. Und ausgerechnet der Prinz der Pferde, des Pferdekönigs kann nicht reiten. You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen. If you think we're going to help you lie to your people, you've got another thing coming. Ach, so geht das hier ab. Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Ah, der hat auch noch ein Druckmittel. Sehr nett. Wow. Talk about shameless. Call me what you will, it changes nothing. You will do as the fates wish and take my place in the race? Yes? Naja, wir haben wohl keine andere Wahl, wa? I knew you would see sense in the end. Thank you. I will talk to my father about the rainbow as soon as the race is over. You have my word. Ja, danke. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the stables, bright and early. Yeah. Find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell, friends. Tja, das war ja klar, dass der Prinz nicht ganz so, ja, ganz so unbekannt unter den Leuten ist. Ich meine, habt ihr gesehen, was der Gaukler da gerade gemacht hat? Der hat doch definitiv auf des Prinzens Hintern geguckt. Guten Morgen. Wie ich höre, habt ihr den Abend im Zirkus verbracht? War das nicht wirklich ein wunderbares Spektakel? Und heute findet das Dünnderby statt. So viele Gelegenheiten, sich zu vergnügen. Die Straßen da draußen sind bereits voller Leute. Verzeihung, ihr wollt wissen, wo die königliche Umkleide ist? Na, es handelt sich natürlich um den prachtvollsten Raum in der Stallung. Die finden sich westlich der Koppeln. Viel Spaß beim Rennen. Naja dann.
ab geht's. Trotzdem wollte ich noch unbedingt in diese Tür rein. Ah, sie ist immer noch zu. Ja, ja, Eldanisch, das ist genau das. Als würde Ariel nicht schwimmen können. Aber das ist es nicht, ne? Nee, ich glaube, wir müssen hier einfach den ganz normalen Eingang durch. Das war der hier. Ah, hier, glaube ich. Was haben wir hier? Prinz Ferris, ja, seine Hoheit ist hier durch. In der königlichen Umkleide. Ihr dürft eintreten, aber bitte vergesst nicht, den nötigen Respekt zu wahren. Ja, natürlich. Hallo, Prinziboy, wo bist du? Ah, da drüben stehst du. Ist das die Kluft, mit der du reiten möchtest? Da fallen wir ja sofort auf. Aber gucken wir uns doch erstmal um. Gibt's hier eine Kiste oder irgendwie sowas? Irgendwas? Nee? Du solltest die Tür zumachen, bevor wir unsere Outfits tauschen. Den Sternen sei Dank. Ich hatte fast schon befürchtet, ihr würdet tatsächlich versuchen müssen, auf einem Pferd zu reiten. Kommt jetzt, das Rennen wird bald beginnen. Und keine Angst, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Wenn ihr tut, was wir vereinbart haben, frage ich meinen Vater nach dem Zweig. Also seid ihr bereit? Ja. Gut, beeilt euch. Ihr müsst die königliche Galoppolis-Tracht und den dazugehörigen Helm tragen. Keine Angst, sie werden euch passen wie angegossen, da bin ich mir sicher. Dann ziehen wir uns den Kram an. Hey, passt doch. Wie für euch gemacht. Niemand wird auch nur eine Sekunde den Verdacht hegen, dass ihr gar nicht der Prinz von Galoppolis seid. Also dann, das Rennen beginnt gleich. Ich meine, euer Ross wartet draußen. Sobald ihr fest im Sattel sitzt, macht euch auf den Weg zur Koppel. Die Rennbahn liegt dahinter. Wir treffen uns dann nach dem Rennen in dem Durchgang, der zur Rennbahn führt. Ihr werdet mir den Helm übergeben und niemand wird etwas merken. Geht jetzt und denkt daran, ihr seid der Prinz von Galoppolis und euer Publikum setzt große Hoffnung auf euch. Lasst mich nicht als Trottel dastehen. Cool, kann ich jetzt auch so komisch gehen wie er? Das wäre super lustig. Ah ja, mein Pferd. Gib mir mein Pferd. Danke sehr. Na dann, ab geht's. Los geht's, galoppieren! Ich glaube, wir sind jetzt zumindest auf dem richtigen Weg, oder? Dies ist der Zugang zur Rennbahn. Eure Hoheit, sind eure Vorbereitungen abgeschlossen? Nee, aber ja. Sehr gut, eure Hoheit. Möget ihr ein erfolgreiches Rennen bestreiten? Okay, ich bin jetzt mal echt gespannt, was das für eine Partie wird hier. Hey, guck mal, alle unsere Freunde! Galoppolitans, this is no ordinary sand national. Hooray! All hail Prince Varys! It must be wonderful to be so popular, darling. But of course, you are used to it. Being a real live prince, huh? The name's Silvano, by the way. One of the other riders had a little whoopsie, so I had to step in at the last minute. But don't think I'll be going easy on you just because you're royalty. Where would be the fun in that? Try to keep up, little princey. Oh boy, was ist das denn für einer? Also ganz mögen tue ich den Dude jetzt aber nicht, ne? Aber egal, das ist nicht das erste Pferderennen, was wir spielen. Und auch nicht das erste Super Mario Kart. Also von daher sind wir mal gespannt, was passieren wird. Ich bin leicht aufgeregt. So, und los geht's! Oh, das ist aber tatsächlich eine andere Strecke hier. Fuck. Das war nicht so gut.
Es ist tatsächlich eine gänzlich andere Strecke. Ah, Scheibenkleister. Also, naja, was heißt gänzlich? Sie ist leicht abgewandelt. Geh mal aus dem Weg, du fetter Sack. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet, dass hier so ein Spaß losgeht. Darum... Ja. Ich glaube, diesen einen bekommt man echt nicht. So. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Denn unser Kollege ist nämlich dabei einzuholen. Aber egal, das schaffen wir. Ah, er ist aber ganz dicht hinter uns. Diesmal ignoriere ich diesen Teil, den bekomme ich eh nicht. Dafür aber die hier. Und da ist der letzte. Also, der letzte von den Vieren. Und jawollo! Genau, this is Sparta. Wir haben es geschafft. Erster Platz. Und wir haben den Dude einfach mal eiskalt hinten stehen gelassen. Wir sind einfach so gut. Wir hätten Prinz werden können. Magnificent! I hardly dare think that you might actually win! Naja, wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Geht ganz einfach, wenn man die Regeln kennt. Now quickly, my public await! I shall take the reins from here. Na dann, fall nicht runter, Kollege. Fear not, my friend. I have not forgotten my promise. I will discuss the rainbow with my father, just as soon as my people have finished showering me with adulation! Bleib oben, Kollege. Na, ich bin mal gespannt. Praise the fates. Our plan was a success. Thank you. You have spared me great humiliation. I will go immediately to my father and ask about the rainbow. Na klar, mach das mal bitte. Hail, Prince Faris, pride of the desert, horseman extraordinaire. Darling, you are fabulous. It was enough to bring a tear even to my jaded eye. Ich glaube, der hat sie nicht mehr alle. Wait, don't tell me you were... Surely you didn't let your understudy take the stage for the command performance? Oh, this is too good! Wait. But you do not understand the pressure I am under. A prince of Gallopolis who cannot ride a horse is a disgrace to the kingdom. Das hast du aber früh erkannt. Wie alt bist du jetzt? I did what was necessary for the sake of my people. And now... All can be forgotten. Yes? And there was silly old Silvando thinking that knights never retreated in the face of adversity. Silence! I am the prince of this kingdom and I will not have a traveling jester lecture me on chivalry. Na, warte mal ab. Mal gucken, wer der Typ eigentlich in Wirklichkeit ist. A thousand pardons, your highness. Enter. The Sultan wishes to see you, Your Highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Very good. I will come right away. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. So nice to see a royal with the common touch. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon.
Ich weiß nicht. Du siehst mir so ein bisschen zwielichtig aus. Ich will irgendwie gar nicht so wirklich was mit dir zu tun haben, Kollege. Das war weird. Aber er ist weg. Wenigstens eine gute Nachricht. So, dann wollen wir doch mal nicht lange warten und direkt zum Thronsaal rüberlaufen. Und dann gucken wir mal, ob er sein Versprechen hält. Und wir dann dieses Zweigchen bekommen. Der Palast mit ganz vielen Katzen, Jungen. Ich mag das hier total. Herrlich. Wollen wir uns die Wohnung nicht so einrichten, Schatz? Truly, I am humbled. All I have ever desired is to fulfill my duties as a prince and as a knight. Father, if I may, I have promised to assist these travelers. Would you permit me to explain? Gladly, my son. It warms my heart to see you aiding those in need. Truly, you have taken the knight's pledge to heart. Thank you, Father. The truth of the matter is that my friends here have come to Gallopolis in search of the rain. Your Majesty. The beast has returned! It attacked one of our men while we were out on patrol. The Slayer of the Sands is back? Why must the accursed creature always appear on this, the happiest day of the year? We will stand for this no longer! I must dispatch my finest knights and ensure that the fiend never again returns to terrorize the Celestial Sands. But wait! My boy, the fates are speaking to us. Capturing the Slayer would be the perfect way to show your people what a fine knight you have become. Oh wei. Na, und in der Zwickmühle. What? But, father, so many of our bravest men have confronted the creature and perished. Surely, I do not stand a chance. Truly, it is the most able who are the most humble. But you cannot hide your true feelings. You are trembling with excitement. Nos. Ja, schick ihn mal vor. This is your moment, Faris, my boy. Capture the Slayer and take your place in history. But very well, Father. Yay! I shall begin my preparations right away. Oh, ein bisschen leid tun tut er mir ja schon, ne? Auch wenn er gerade eben davon wandert, als hätte ihm jemand richtig kräftig zwischen die Nüsse getreten. A thousand pardons. The rainbow will have to wait. Meet me in my chambers. There is something we must discuss. Was? Du brauchst jemanden, der dir wieder hilft? Naja, ohne den Zweig kommen wir nun mal nicht voran. Und dementsprechend müssen wir wohl noch einmal in seine Gemächer. Oh, please, please, I beg of you. The Slayer of the Sands will tear me limb from limb unless you aid me. Have pity on the desperate soul. Ja, voll geil. Du weißt schon, dass ich dann noch ein bisschen mehr Entlohnung haben möchte. Spoken like a true desert knight. Seriously, can't you handle this on your own? No! No, such a thing is impossible! I am no knight! I neglected my training! I allowed my vassals to fight all my battles for me! Oh. Tja, Pech gehabt. Da musst du jetzt mal raus. It is not my fault! I am an only child! I was coddled from birth and praised for the most insignificant of achievements!
Hast du denn überhaupt irgendeine Stärke? I did not wish to disappoint my parents or my people, so I found ways of seeming to fulfill their expectations without necessarily doing so. Ja, das klingt schon mal doch nach einer Kompetenz, die du beherrschst. But the more I fulfilled them, the more their expectations grew, and now finally they expect the impossible. Oh, it's so unfair. Nein, unfair ist es nicht. Don't you see? If you refuse to help me, I will be sent to my doom. And through no fault of my own. Please, will you take pity on your old friend? Also nichts können ist definitiv kein Können, aber tja, es bringt ja eigentlich für ihn auch nichts, wenn er... Oh, thank you. 10,000 thank yous. And fear not. I will speak to my father about the rainbow as soon as the beast is captured. Toll. We must make preparations to depart immediately. I will await you at the castle gates. What a pathetic excuse for a prince. Goodness knows what'll become of Galopolis with him in charge. Ja, das ist eine sehr gute Frage, Veronica. So hard on him, Veronica. I'm sure it can't be easy growing up with everyone expecting so much of you. Ah, ich finde das auch zu lustig. Veronica ist so... Ich mag Veronica. Das ist so geil. Die hat einfach... Die reißt einfach das Maul auf und es kommt einfach nur Fakten raus. Das ist so geil. Und das Ganze aus einer... Erwachsenen im Kinderkörper. Es ist so herrlich. Es ist so paradox. Es macht so viel Spaß. Komm, ich wünsche mir ein Sequel nur mit Veronica. Keine Ahnung. Ich bin auch gar nicht so weit, dass ich überhaupt etwas über ein Sequel sagen kann. Aber, oh, ist das herrlich. Oh yeah, ja, bejubelt ihn. Er wird nichts machen, außer heulend in der Ecke sitzen. Ah, da seid ihr ja. Ich habe meine Männer angewiesen, vor dem Stadttoren zu warten. Kommt und gesellt euch dort zu uns, sobald ihr bereit seid. I mean no disrespect, Your Highness, but how could you do this to us? You have volunteered us for certain death. Fear not. Trusted retainers, we do not journey into the jaws of danger alone. Ha! Impeccable timing as always. Allow me to introduce our knights in shining armor. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the beast's lair is said to be located deep within the celestial sands. The fastest route is through the checkpoint to the west. We march immediately for Galopolis! For Galopolis. Yeah! Yeah! Sind die gut drauf? Room for a little one? Oh, I'd hate to miss a good beast hunt. Ja, bitte, komm. Du bist definitiv nicht der, mit dem ich gerechnet habe, aber komm her, komm, schließ dich uns an. There's no such thing as a good beast hunt, friend. If I were you, I'd run along back to the circus. Well, aren't you just a lovely, patronizing little deer? Look, I'm worried about the half-wit prince getting himself killed. Can I come with you or not? Ja, komm mit. At least one of you has some sense. Lead on, darling. Ich glaube, Unterstützung können wir immer gut gebrauchen. Egal, ob der Typ durchgeknallt ist, mit Messern um sich wirft oder sonst irgendwas. Ist ja völlig Wurst. So, wo der ganze Spaß ist, wissen wir jetzt zum Glück schon. Wir müssen lediglich nach Westen stolzieren.
Und uns hier gelegentlich nochmal so ein kleines Gegenstand einsammeln. Was haben wir denn hier? Tierknochen. Geil. Wer mag's nicht? Die geliebten Tierknochen. Lecker Schmecker. Kann man zur Not auch kochen. Dann hat man eine leckere Tierknochenbrühe. Ja, ja, in der Not isst der Bauer nun mal auch den Knochen ohne Brot. Was? Ja, genau, ganz normale Brühe. So, aber bevor es hier weitergeht, gibt es jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Dragon Quest 11 mit komischer Dude in Clownsrüstung und allen anderen hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.